Ich möchte das Stiervideo hier an einem ganz besonderen Platz beginnen, der besonders gut zum Sternzeichen Stier passt. Das hier ist der Helfenstein, ein uralter Kraftplatz in der Nähe der Zeller Burg, wo ich wohne. Der Helfenstein ist eine große Felsgruppe mit Schalensteinen, bei denen alte Rituale gefeiert wurden. Und genau das passt zum Sternzeichen Stier, das uns auf eine sehr alte Zeit zurückverweist. Wenn wir die Wanderung des Frühlingspunktes durch den Zodiak berechnen, bekommen wir Zeitalter von etwa 2000 bis 2300 Jahren. Wir sind gerade am Übergang vom Fische- zum Wassermann-Zeitalter. Circa ab Jesu Geburt hatten wir das Fische-Zeitalter begonnen. Davor etwa 2000 Jahre das Widder-Zeitalter. Und wenn wir dann so etwa 4000 bis 2000 vor Christus gehen, dann waren wir im Stier-Zeitalter. Da begann das Sesshaftwerden der Menschen, die ersten großen landwirtschaftlich geprägten Kulturen, aber auch schon Hochkulturen wie Sumer, Babylon und das alte Ägyptische Reich entstanden. Dort waren noch sehr viele machtvolle Göttinnen präsent. Denken wir in Ägypten zum Beispiel an Nut oder an Isis. Und deswegen glauben viele Forscher auch, im Stierzeitalter gab es relativ viele matriarchale Kulturen. Und somit sehen wir, das Sternzeichen Stier hat im Unterschied zum Sternzeichen Widder, das sehr männlich geprägt ist, sehr, sehr viel mit Weiblichkeit zu tun. Beginnen möchte ich wieder mit einigen typischen Stiersätzen. Eile mit Weile. Immer mit Ruhe. Abwarten und Tee trinken. Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Das alles sind typische Stiersätze, die mit dem Thema Langsamkeit zu tun haben. Nach dem durchschlagenden und sehr schnellen Widder ist Stier als Gegenbewegung eines der langsamsten Sternzeichen. Ein typischer Roman zu diesem Thema wäre Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Nadolny, der aufzeigt, wie ein Mensch, der alles sehr langsam macht, dadurch zu einer ganz tiefgründigen Spezialisierung kommt und ein Genie werden kann, obwohl anfangs ihm niemand etwas zugetraut hat. Langsamkeit hängt auch mit dem Thema Zeit und zyklisches Denken zusammen. Beides typisch für das weibliche Zeichen Stier. Zyklisches Denken finden wir auch im Denken der Ahnenreihe. Zum Beispiel heißt es, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ein schönes Naturbild, das auch zum Stier passt und eben zeigt, dass eine langsame Entfaltung in Ahnenreihen eine ganz besondere, tiefe, erdige Kraft entwickeln kann. Wer nicht kommt zur rechten Zeit, muss nehmen, was übrig bleibt. Und dieses Kommen zur rechten Zeit gibt uns auch einen tiefen Bezug zum Kosmischen, zur Astrologie an sich, denn die Astrologie ist die Lehre von der rechten Zeit. Vielleicht nimmt es daher kein Wunder, dass einer der berühmtesten Astrologen in Europa, der Schweizer Claude Weiss, ist, der 6 Planeten in Stier hat und dazu noch die Lilith in Stier,
der sicher also ein ganz tiefes Grundempfinden für das Zyklische in der Natur und in der Welt mitbekommen hat. Ja, ein anderes Stierthema wäre Beharrlichkeit, dranbleiben, durchhalten. Und da finden wir Sätze wie Schuster, bleib bei deinen Leisten oder was lange währt, wird endlich gut. Oder etwa mit Beharrlichkeit kommt man ans Ziel. Ein weiteres Stierthema ist Besitz, Wert, Selbstwert. Auf der materiellen Ebene dann auch Geld oder Gold. Und da kennen wir den Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Aber auch mit einer kleinen Warnung verbunden, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Als Erdzeichen kennt der Stier natürlich auch Realismus und ein genaues Prüfen von Wert und Wertvorstellungen. Nachdem der Stier auch der Finanzwelt zugeordnet ist, geht es da auch um realistisches Prüfen und Abwehren illusionärer Vorstellungen. Ein schönes Stiermärchen in dieser Hinsicht ist Hans im Glück. Er gibt immer mehr ab von seinen wertvollen Gegenständen, tauscht eines in das nächste um. Scheinbar werden die Gegenstände immer wertloser. Aber am Ende, nachdem er dann gar nichts mehr konkret in der Hand hat, erkennt er das Wichtigste, nämlich seine Glücksfähigkeit, sein tief gegründeter Selbstwert. Das bleibt ihm und wird ihm immer wieder zu neuen Schätzen verhelfen. Einige kurze Sätze noch zum Thema Haben, Besitzen, Materie. Kleider machen Leute. Das weiß der Stier ganz genau. Hast du was, dann bist du was. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das gegenüberliegende Zeichen Skorpion und zwei Sternzeichen, die sich gegenüberliegen, haben immer eine Art gemeinsames inneres Thema. Das würde genau dieses ins Maul schauen schon tun. Denn Skorpion liebt es, das Hintergründige zu erkennen, durch die Materie sozusagen auf den Grund des Daseins hindurch zu blicken. Aber der Stier begnügt sich oft auch mit dem Äußeren und dem konkret spürbaren, greifbaren. Wenn er das hat, dann genügt das auch schon. Diesmal möchte ich euch auch einige typische Berufe nennen, die einem Sonnenzeichen in Stier passen könnten oder in denen wir eben Menschen finden, die vielleicht einige Planeten im Zeichen Stier haben und damit deren Einfluss in ihrem Leben spürbar ist. Da gibt es zuerst eine große Gruppe von Berufen, die Naturbezug haben. Ein typischer Stierberuf wäre Schäfer oder Schäferin, Landwirt, Berufe im Bereich von Tierschutz und Ökologie, natürlich die Gärtnerin, der Gärtner. Das Töpferhandwerk, das konkrete Greifen liebt der Stier, also die Arbeit mit dem Lehm, das sinnliche Spüren gehört zum Stier. Im weiteren Sinne wäre da vielleicht auch noch das Bearbeiten oder Handeln mit Textilien, Bezug zur Kleidung, die ja großteils auch aus Naturmaterialien hergestellt wird.
Ebenso ähnlich wie das Natürliche ist das Thema Essen und Ernährung sehr wichtig für den sinnlichen Stier. Also zum Beispiel Koch oder Köchin, besonders wenn auch noch Krebseinfluss da ist, weil der Krebs versorgt gern andere, nährt gern andere. Natürlich auch der Wirt und die Wirtin sind ganz typische Stierberufe. Weiter geht es zu Berufen im Bereich Geld, Wert oder Gold, auch Schmied oder Goldschmied. Genauso das Bankwesen, der Immobilienhandel. Du kannst natürlich auch Finanzberaterin werden im Zeichen Stier. Oder kannst mit schönen Naturmaterialien handwerklich arbeiten als Möbeldesigner. Und wenn wir über das Handwerk sprechen, das eben ganz typisch für den Stier ist, fällt uns natürlich auch der Schreiner, der Zimmermann ein. Ein besonders edler Stierberuf wäre der Dombaumeister oder überhaupt alle Berufe, die mit Bauen und Hausbauen zu tun haben. Dabei wäre dann auch noch Steinbock-Einfluss günstig, weil die Erdzeichen sich gegenseitig wunderbar ergänzen. Ein Maler, eine Sängerin, eine Bildhauerin würden ebenso wunderbar passen. Die Kehle, der Hals, der Nackenbereich und damit auch die Stimme, also Gesang, ist nämlich ganz typisch dem Zeichen Stier zugeordnet. Was mir noch einfallen würde, wären Berufe, die mit Sicherheit zu tun haben. Der Stier braucht nämlich Sicherheit, Schutz seines Eigentums, also Sicherheitsdienst, Grenzbeamter. Auch das wäre kongruent zur Stierenergie. Und zuletzt auch noch Berufe mit Körperlichkeit. Stier hat einen tiefen und sinnlichen Körperbezug, also wieso nicht Callboy, Callgirl, Tattoos machen, Schönheitsberufe für den Körper oder auch das Medizinische, vor allen Dingen, wenn sich dann Stier mit dem Skorpion zusammentut, wäre das passend. Aus dem bisher Gesagten wurde vielleicht schon deutlich, was die Vorteile und Kräfte des Stiers sind, aber vielleicht auch die Schattenseiten. Erich Fromm hat das berühmte Buch Haben und Sein geschrieben und der Stier wäre wohl eher auf der Habenseite. Er kann sammeln, bewahren, er ist ein typisch konservatives Zeichen. Konservare heißt ja bewahren. Damit kann er langfristige Dinge aufbauen, schützen, überliefern, Tradition, all das sind die positiven Seiten des Stiers. Nachteilig kann es dann werden, wenn der Stier nicht loslassen kann. Das ist seine Achillesferse, dass er sich schwer tut, abzugeben, loszulassen, die Vergänglichkeit zu akzeptieren. Da wären wir wieder beim Gegenzeichen Skorpion. In Skorpion geht es ganz tief um das Sterben, Loslassen, um das Bewusstsein, nichts ist ewig. Aber der Stier möchte eigentlich diese Illusion des völlig Dauerhaften pflegen. Nietzsche hat den berühmten Satz geprägt, denn alle Lust will Ewigkeit. Und das ist ein typischer Stiersatz. Kommen wir zu berühmten Personen, die entweder im Sonnenzeichen Stier sind oder waren, oder im Aszendenten.
Noch einmal, wie schon im Widder-Video, möchte ich darauf hinweisen, der Aszendent meint eher das spontane Agieren. Da zeigt sich die Stierenergie sozusagen im kurzfristigen, improvisierten Handeln, ohne großes Nachdenken. Wenn du also plötzlich herausgefordert wirst, etwas zu tun, dann wirst du als Stier erstmal Zeit brauchen. Du wirst dich nicht sofort und ganz schnell entscheiden können. Du wirst die Dinge erst berühren wollen, spüren wollen. Du wirst vielleicht erstmal realistische Argumente hören wollen, bevor du dich entscheidest. Daher eben auch dieses langsamere Tempo. Als Sonnenzeichen Stier kann es durchaus sein, dass du ein schneller, hektischer, nervöser Typ bist. Da betrifft das die langfristigen Entscheidungsprozesse in deinem Leben. Du wirst als Stier das, was du dir vornimmst oder das, was dich interessiert, das, was dir Lust und Spaß macht, wirst du geduldig, beharrlich, langsam über lange Zyklen aufbauen. Auch wenn du Misserfolge hast, auch wenn es Momente des Scheiterns gibt, wirst du in jedem Erdzeichen, genauso als Jungfrau und Steinbock, immer wieder dranbleiben, immer wieder neu ansetzen. Und der Stier, wenn wir uns auch die Kuh oder den gehörnten Stier vorstellen, in ihrer Körperlichkeit, in ihrer durchbrechenden Kraft, so kann der Stier ebenso durchbrechen wie der Widder, aber viel, viel langsamer. Er wird vielleicht Jahre oder Jahrzehnte dafür brauchen. Dann aber sitzt er umso fester im Sattel. Ebenso natürlich können andere Planeten im Zeichen Stier stehen. Und da gilt dann wieder, wenn du diese Energie verbindest mit der Energie des jeweiligen Planeten, dann bekommst du schon einen klaren Hinweis, welche Persönlichkeitsanteile dieser Mensch hat. Zu den Planeten wird es aber noch eigene Videos geben.